Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Endwalker. Wir gucken uns die neue Dungeon an, Alsterhals Vermächtnis. Das heißt, wir sind hier auf einer kleinen Schatzsuche, zusammen mit den NPCs natürlich. Ah, okay. Die Schatzkarte sorgt dafür, dass im Nebel alles sichtbar wird. Deshalb hieß es, man kann nur mit der Schatzkarte die Ruinen finden. Und wir sehen sowas von ready aus. Also ist natürlich alles, ne, blind. Das heißt, es kann mich jederzeit irgendwas umhauen, von dem ich noch nicht weiß, dass es existiert. Den guten exegeten Burger rein. Und let's go. Affen. Okay. Schnappt sie. Kaha. Gemeinsam sind wir stark. Nimm das! Ja. Es geht jetzt natürlich nicht ums Tempo oder so, sondern dass wir es einfach jetzt den Dungeon in Ruhe anschauen. Okay, es ist also wirklich so ein paar Nebelinseln, die man freilegt, immer so Stück für Stück. Das ist nice. Okay. Oh, das Soundtrack ist geil. Was seid ihr? Also auch Affen, ist klar. Oder seid ihr Zombie-Affen? Sind auf jeden Fall in Bandagen so ein bisschen. Ein Buff holen und dann. Es ist so schön, dass du dich direkt nach dem Sprung jetzt bewegen kannst mit dem Dragoon. Oh, Zauberei. Ach Gott, die Viecher. Jetzt zeige ich euch was. Dann zeig mal. Mir entkommst du nicht! Hinfort! Ich konzentriere mich hier erstmal, den Morbol wegzumachen. Und erst der Boss. Doch nicht. Es kommt noch eine Ad-Gruppe vom ersten Boss.
ist das denn? Soll mir recht sein. Jetzt zeige ich euch was. Achso, ne? Die Effekte sind natürlich bei anderen Leuten aus, deshalb seht ihr da die Effekte der Attacken nicht. Einfach wegen besserer Performance. Jetzt komm ich! Okay, das lassen wir. Das nutzen wir dann beim Boss. Und die Aufladung auch. Das Auge haben wir fertig und die haben wir auch fertig. Okay. Magic! Wir bekommen einen. Nee. Können wir das ändern? Können wir einen anderen Gegner bekommen? Ein Oktopusmonster. Okay. Let's go. Ja. Stola, hier hast du. Mach dich bereit! Aha. Es macht Standardgift, okay. Dann auf der Hälfte, auf der er den Tentakel. Okay, ja. Hinfort! Jetzt macht er da und da. Als ob. Das eine war Gift wahrscheinlich, das andere ist halt erhöhte Verwundbarkeit. Junge. Kannst du bitte nicht tun? Mir entkommst du nicht! Gemeinsam sind wir stark. Moment, warum gehen die da jetzt nicht weg? Der hat mich verarscht. Hat mich beide ganz hart verarscht. Was war denn das? Jetzt komm ich! Ja. Da richtig hart verarscht haben, nämlich beide. Da dashen die auf beide auf einmal weg. Ich möchte euch nur daran erinnern, wenn ich tot bin, müssen wir von vorne anfangen. Was kriegst du zurück? Mir entkommst du nicht! Okay, neues altes Gear. 575er. Okay. Aha. So kommen wir unter Wasser.
Als ob. Schlüsselglyphe erkannt. Identität wird geprüft. Ach, er spricht von unserer Schatzkarte. Tag, hallo. Mir entkommst du nicht! Unbekannte Äthersignatur. Gemeinsam sind wir stark. Aha. Das gewusst, dass sowas kommt, hätte ich den LB behalten. Dann würde ich den LB dann draufschmeißen. Okay, also LB, wenn man solo unterwegs ist, nicht beim ersten Boss benutzen, sondern am besten hier, damit weniger Mobs spawnen vielleicht. Damit man hier ein bisschen schneller durchkommt. So, Dicker. Ist abgebrochen, ja.
sind nur Königskrabbe und ein paar Lüttekrabben. So die echte Krone aufhat, Junge. Ich halte nichts zurück. So, Buffs kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Die muss ich jetzt behalten für den Boss. Jetzt habe ich die nicht. Ist fertig. Okay. Sollten wir jetzt den nächsten Boss haben, ne? Ja. Nimm das! Wir landen am Ende nicht in der Schatzkammer. Ich mag schon nicht, dass es schon wieder so ein großes Karree ist. Wie wird das ausgesprochen? Das ist auch irgendwas Französisches. Chariot. Let's go. Satellitenarme, okay. Ich nehme an, so angreifen. Oh, der reflektiert Angriffe. Aha. Ich halte nichts zurück. Sieht nicht wieder irgendwo hin. Oh Gott. Das wird ja schrecklich, wenn du das mit anderen Leuten jetzt spielst. Jetzt komm ich! Hinfort! Hier kommt mein Trumpf! Hinfort! Ich halte nichts zurück. Hinfort! Oh, Junge, der war knackig. Ganz, ganz schön knorrig, der Kampf. Einmal falsch gestanden, bist platt.
sieht nach Schatzkammer aus. Nichts, nichts. Können wir dich... Ja. Ja. Ich halte nichts zurück. Mach dich bereit! Punkt. Was mich an so einem Dungeons immer stört, hier liegt Gold rum. Das wäre jetzt so cool, wenn du irgendwelche Spots zum Sammeln hättest und dann würde dein Geld hochgehen oder irgendwie sowas. Einfach nur so als kleines Gimmick. Du kannst jedes Mal in den Dungeon reingehen und kannst mit 10.000 mehr Gil aus dem Dungeon rausgehen oder irgendwie sowas. Aber nö, sowas wird nicht gemacht. Okay, was bist du? Und warum hast du nur einen starken Arm? Die 9er Materie. Die 10er brauchen wir doch nur. Moment, war da was? Hab ich da was vergessen? Nö, ne? Oder lag da irgendwas? Ne. Ich will nochmal zurückgehen. Nicht, dass da noch eine Truhe mit irgendwas Gutem drin lag. Hallo? Stehen beim Polizei? Mimikkisten. Wir wollen einen Tod sehen hier, glaube ich. Mach wieder zuerst nur den großen. Die anderen können die in AOEs auf die kleinen mit draufböllern. Kommt noch was auf jeden Fall. Ich habe jetzt nichts Besonderes gesehen, also dass die jetzt irgendwie was eine Attacke können. Und jetzt irgendwie dem Tank Schaden machen oder sowas. Wenn Mimics besiegt sind, warum werden daraus nicht normale Kisten? Man kann die aufmachen und bekommt was draus. Also uns fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Portal. Schatz haben wir gefunden, Ruinen haben wir gefunden, jetzt fehlt nur noch ein magisches Portal.
irgendwo anders hin. Ach so, der verschwundene Mann mit der anderen Karte, den sollten wir vielleicht auch noch finden. Aber vielleicht kommt er in der Story gleich und sagt, danke, danke, ihr habt mich gerettet. Nee. Nee, ist einfach nur so ein Fächerschlag. Und Boss Reveal. Ah, er ist das. Dieser Bandagen-Heini. Den man schon gesehen hat im letzten Live-Letter. Die können es einwickeln. Wir haben eine Kiste, ne? Ja. Können wir da noch mal rein? Ach. Auch schon wieder irgendwelche komischen Pattern hier auf dem Boden. Soll das? Schnapp ihn, Graha. Schnapp ihn. Gemeinsam sind wir stark. Die Buffen und dann. Okay, ich sehe schon die Seiten schon leuchten. Das heißt nichts Gutes. Spikes, okay. Ich sollte hier weggehen, denn hier kommen wahrscheinlich auch Spikes aus dem Boden. Ne, Moment. Oh lol. Uiuiuiuiui, macht das Damage. Das ist nicht cool. Also da will man entweder vorher ein Schild haben oder ein Hot. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, wie man es. Ja. Gemeinsam sind wir stark. Okay, er droppt Energieattacken von den Dingern. So. Ich stehe hier richtig, nehme ich an. So, was müssen wir jetzt machen? Okay. Also man kann so. Ja, ich sterbe. Ich kann nichts. Ne. Fangen wir von vorne an. Ich komme da nicht weg. Lul. Wie lenke ich? Also ich habe versucht, mit der Maus in die Richtung zu gucken und ich habe auch versucht, in die Richtung, also gegen die Richtung zu lenken, in die ich mich gedreht habe, mit WASD. Eine Klärung wäre schon ganz cool, bevor der Boss losgeht. Irgendwie so, der Boss hat eine Mechanik, du musst das und das machen. Und nicht einfach hier, du drehst dich jetzt so lange da in den Spikes, bis du tot bist und immer wieder resettet wirst. Und cool. Oder so ein Hilfetext, den du aufmachen kannst.
Hey, du bist jetzt einmal beim Boss gestorben. Das ist die Mechanik. Möchtest du die Mechanik erklärt bekommen? Mir entkommst du nicht! Hinfort! So. Jetzt versuchen wir es rauszufinden. Also er zeigt jetzt... Also ich habe jetzt permanent gedrückt in eine Richtung. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Also ich habe hier beim letzten so ein bisschen zur Seite, indem ich permanent gedrückt habe, gelenkt. Jetzt macht ihr wieder diese komischen Kordeln. So. Er zeigt nach da. Hm. Also die NPCs wissen schon früher, auf was er zeigt anscheinend. Man selber muss anscheinend dann warten, bis das aufleuchtet und man sieht. Aber da wird es dann auch nur ein paar Pattern geben. So, okay. Nein, nein, ich versuch's. Ich drück echt. Wow, Junge. Muss mich versuchen, jetzt damit zu heilen, ne? Gemeinsam sind jetzt wir stark. Komm ich! Ich halte nichts zurück. Okay, vielleicht will man auch Max Potion, High Quality. Mir entkommst du nicht! Stuff mit dabei haben oder so. So. Jetzt gehen sie dahin. Woher wissen sie das? Dass sie jetzt hier hingehen müssen. Hier kommt mein Trumpf! Also ja, knallt. Wenn ihr seht, dass die Mechanik losgeht, knallt. Chilled, Hot, Damage Reduce, alles drauf auf eure Gruppe als Heiler. Es muss halt nur einer nicht vernünftig lenken können, so wie ich. Steht dann ein bisschen zu lange in dem Angriff. Nein, ich habe jetzt eigentlich vor, das abzubrechen. Danke. Na gucken, was warst du? Wird nicht gezeigt. Okay. Das war der neue Dungeon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute. Oder sollen wir noch Endloot gucken? Vielleicht kriegen wir ja die Puppe vom Boss gleich. Also, Pet.
Wenn wir Glück haben. Nope. Aber wir haben gleich die Noten bekommen. Und Red Mage, Mage-Hose. Der Boss müsste auch ein eigenes Pet haben. Okay, dann sehen wir uns in einem anderen Video. Ciao, Leute.